Dinge in Minecraft, die du nie wieder normal sehen wirst. Jeder kennt das Campfire. Perfekt, um 4 Sachen auf einmal zu braten oder um deine Welt einfach gemütlich zu machen. Und auch jeder kennt Katzen. Aber jetzt guckt dieser Katze mal ins Gesicht. Und jetzt macht euer Campfire aus. Wenn wir jetzt hier reinschauen, dann sehen wir einfach ein Katzengesicht da drin. Ebenfalls kennt jeder Bedrock in Minecraft. Ihr wisst schon, da wo die Welt aufhört. Und ebenfalls kennt auch jeder den Wither. Ich glaube, das war keine gute Idee. Aber wenn wir jetzt hier mal ein paar Mal das Bedrock platzieren, dann erscheint hier einfach das Wither-Gesicht. Und das hier sieht irgendwie aus wie Minecraft-Steve. Die Redstone-Fackel ist nicht rot. Es ist einfach genau die gleiche Textur wie die Fackel, nur dass ein roter Kreis darum ist. Hier, schaut euch das Ingame mal an. Vor allem, wenn man die Fackel von oben mal betrachtet, sieht man das. Aber es wird noch schlimmer, Leute. Guckt euch das an. Redstone, Torch und der Hebel haben alles die gleiche Textur. Ich kann das nie wieder normal sehen. Und für die, die es ganz genau haben wollen, ja, auch die Soul Torch hat die gleiche Textur. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4 mal die gleiche Textur im Spiel. Und das obere ist wirklich 1:1 das gleiche wie bei der Torch oder der Redstone-Fackel. Das Endportal sah ja schon immer ein bisschen komisch aus. Aber habt ihr mal das gemerkt? Es verfolgt einfach 1:1 mein Crosshair. Es hört nicht auf, mich zu verfolgen. Ihr kennt doch diesen Block hier, aber habt ihr mal gemerkt, dass dieser Kreis hier gar nicht in der Mitte ist? Das sehen wir vor allem, wenn wir mal so ein Fans drauf platzieren. Junge, was ist das? Das Dach vom Pillager Outpost ist nicht symmetrisch. Guckt euch das an, hier fehlt einfach ein Block. Der ist nicht da, den habe ich nicht da weggenommen. Der fehlt einfach. Ich weiß nicht, ob ich Minecraft jetzt noch spielen kann, seitdem ich das weiß. Die Cherrybäume können manchmal ein bisschen sus spawnen. Und mein Minecraft-Skin hat irgendwie ziemlich krasse Ähnlichkeiten mit dem von Herrn Bergmann. Die Geschichte dahinter ist aber auch kein Zufall. Ich habe einfach damals Herr Bergmann gefeiert. Und dann habe ich einfach seinen Skin als Vorlage für meinen benutzt. Ich weiß, mein Skin sieht ein bisschen goofy aus, aber ich mag ihn. Und es ist eine coole Hommage an Herrn Bergmann, das ist ebenfalls cool. Nur so als kleinen Sidefact für die Leute, die sich gefragt haben, warum. Wir sind uns einig, in Minecraft ist alles viereckig. Egal ob eine Werkbank, die Blumen, das Zuckerrohr oder sogar das Wasser. Aber jetzt guckt euch das mal an. Mein Schatten ist einfach rund. Alles ist viereckig. Mein Skin ist viereckig. Warum ist es dann rund? Nee, ich muss jetzt hier in das Loch gehen. Abonniert, um mehr verstört zu werden.